Toleranz, Integration und Inklusion sind die Themen, die in Wunder von Rachel J. Pelleggio um die Geschichte des behinderten August zur Sprache kommen. Durch einen Gendefekt ist das Gesicht des Jungen deformiert. Nachdem er seine Kindheit im Krankenhaus verbrachte, soll er nun mit 10 Jahren in eine weiterführende Schule gehen. Was sehr schwierig ist für ihn natürlich, er ist sozial jetzt nicht so wahnsinnig versiert natürlich. Er hatte noch keine Gelegenheit, so viel mit Menschen außerhalb seiner Familie zu tun zu haben, außer in Krankenhäusern. Ja, und wir erleben mit ihm dieses Schuljahr, in dem ihm alles begegnet, was man sich vorstellen kann. Er wird gemobbt, er wird schlecht behandelt, es wird über ihn gesprochen. Was immer ihr euch vorstellt, es ist schlimmer. So das Motto der Gottesdienste zum Auftakt der Veranstaltungsreihe am 18. September in der Heilig Geist und der Magdalenenkirche. Und Highlight wird vielleicht sein, ein Halloween-Fest. Halloween ist auch für dieses Buch oder für Orgi in dem Buch ein ganz wesentliches Ereignis. Und das wird hier in Musa stattfinden im Rahmen der Veranstaltung im Moskito-Jugendclub. Möglichst viele Musacher sollen das Buch Wunder lesen. Augusts Schicksal, es soll zum Gespräch und zur Selbstreflexion anregen. Das Hinschauen, wie geht's meinem Nachbarn, meinem Freund, meinem Bekannten, der vielleicht jetzt nicht unbedingt behindert ist, aber wie auch immer eine Eigenheit hat, vielleicht die ihn abhebt von anderen, der vielleicht alt und gebrechlich ist, der vielleicht ein Flüchtling ist, der vielleicht kein Deutsch spricht oder was auch immer für eine Problematik erlebt. Wie begegne ich dem? Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht kann man mit dem Wunder, mit ganz, ganz vielen Wiederholungen, kann man dazu bringen, dass halt Menschen, die vielleicht noch Ressentiments haben, vor Fremdartigem, Schwierigkeiten haben mit Toleranz, dass man die vielleicht mit diesen permanenten Wiederholungen dazu bringt, dass sie vielleicht ihre Ressentiments abbauen. Mit im Programm eine Hamlet-Aufführung der Freien Bühne München, dem ersten inklusiven Theater in Bayern. Ich war Hamlet. Wir haben 2 Schauspieler mit Down-Syndrom und die eine wollte Krimi und der andere wollte Horror. Und das ist ja letzten Endes Hamlet auch. Wir haben auch die Hamlet-Maschine dann verarbeitet von Heiner Müller. Schirmherrin von Ein Buch für Musach ist aus dem Viertel die Stadträtin Julia Schönfeld-Knorr. Generell ist ja Kultur die Seele der Stadt und verbindet. Man muss nur gucken, die ganzen Stadtteilkulturhäuser, die wir in München haben, die ganzen Stadtteilbibliotheken sind ja genau kulturelle Einrichtungen, die die Menschen verbinden, miteinander ins Gespräch bringen. Open-Air-Nachtlesungen, Schreibwettbewerbe, Filme, Theater und gar eine Videokonferenz mit der Autorin von Wunder vom 10. September bis 6. November in Mosach. Beiträge und Ideen bis Mitte August herzlich willkommen. Wir starten!